Ja, hallo und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal Pod7575. Ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen. Heute wieder im ATS, im American Truck Simulator. Genau, ich stehe hier in Kamloops. Genau, das ist auf der Seite von Kanada. Calgary, Golden, Williams Lake, Vancouver, die Gegend. Ja. Ich habe ja letztes Mal den anderen LKW geholt, habe eine Fahrerin eingestellt. Genau deswegen stehe ich jetzt hier auch vor der Driving Steif Agency oder Steffing Agency. Und ja, dann gucken wir mal, was das ist. Fahrermanager. Genau, Freightliner hat sie auch bekommen. Sie ist noch nicht so ganz ausgebildet, wird aber noch und ist auch noch nichts gefahren, weil sie hat ja noch nicht den LKW bekommen. Jetzt schauen wir schnell mal zu den LKWs. Der hat noch keine Kilometer drauf, der neue. Sie hat ein schönes Fahrzeug bekommen, finde ich. Also von dem her kann sie sich nicht beschweren. Ja, dann schauen wir mal, was die in Zukunft Geld bringt. Wir haben jetzt noch 95.000 Euro. Deswegen würde ich sagen, gucken wir mal in den Frachtmarkt, was wir bekommen. Hier, ob wir was überhaupt bekommen. Wir könnten jetzt ein Showcar fahren. Ja, geht ein bisschen lang für das Video. Nach Portland könnten wir 174.000 Euro einen 1931er Düsenberg könnten wir fahren. Aber das ist halt wieder so ein Hänger. Ja, dann würde ich sagen, haben wir zwar letztes Mal schon gefahren, 467 Kilometer. Das Geld brauchen wir, dass wir hier hinfahren. Genau. Bloß die Musik ein ganz klein bisschen leiser machen. Ja, ich hupe mal. Ja, ich muss mich jetzt wieder umstellen vom LS auf ATS. Das sind doch einige Umstellungen. So, schauen wir mal, hinten kommt nichts. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Ach, ist eh gleich um die Ecke. Dann holen wir mal wieder so einen Frachtanhänger ab. Gucken wir mal, was er hat. Und dann schauen wir mal. Oh, da entdeckt man gleich dann wieder einen Händler. Auch nicht schlecht. Ja, schauen wir mal. Es sind wieder einige Updates gekommen, ob dann auch alles in Ordnung geht. Lass ich mich einfach überraschen. Ja, wie gesagt, ich muss mich jetzt wieder dran gewöhnen. Fahr zwar zwischendurch jetzt in der letzten Zeit ATS, ETS, aber es ist nicht mehr so oft. Ich bin hauptsächlich jetzt im Moment im LS unterwegs. Genau. Ja, bedanken wollte ich mich jetzt eigentlich auch noch bei meinen Abonnenten. Ihr seid super treu. Vor allem ein Abonnent, der Kochi. Ich muss ihn jetzt mal namentlich erwähnen. Der schreibt mir regelmäßig in die Kommentare, er ist bei jedem Livestream, wenn ich auch nicht viele mache, im Moment dabei. Also ich danke dir, Kochi, für deine Treue und auch für deine lieben Kommentare. Super nett von dir. Danke dir. Na, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ja, da habe ich auch abgeladen gehabt, glaube ich. Ja, das ist wieder so eine Art Dings-Trailer. Nach Portland haben wir gesagt. Gucken wir mal, was wir uns aussuchen können. McDonald's? Achso, das ist Ding. Ja, irgendwas Schönes. Hier haben wir letztes Mal, glaube ich, gehabt. Das ist Nesca. Aber nehmen wir mal von ganz von Anfang. Oder der schaut auch nicht schlecht aus. Nee. Toyota. Den haben wir letztes Mal, glaube ich, gehabt. Oh, Montana, okay. Was US Army. Ja, mehr was. Aber schauen wir mal nochmal bei Bad. Da vorne waren so schöne blaue, glaube ich. Nehmen wir den. Nehmen wir mal diesen hier mit den Arons.
Weiß zwar nicht, was es ist, ein Toyota-Rennstall, wie es ausschaut. Aber dann würde ich sagen, fahren wir mal mit diesem. Da hinten steht er. Genau. Ja, da muss ich noch einiges dran bauen. Also von dem her, wir sind ja noch nicht so hoch, da kann man noch viel machen mit dem LKW. Aber da brauchen wir auch das Geld dazu. Gut, dann würde ich sagen, ab geht's mit der Luzi, fahren wir 467 Meilen. Und das mitten durch Amerika. Dann haben wir wieder was für die Firma getan. Ja, ich werde bei Außenansicht mal Innenansicht fahren, je nachdem wie ich Lust und Liebe habe. Aber Außenansicht ist halt für euch doch ein bisschen. Wo hänge ich denn? Ach, da hinten, der ist verdammt lang. Okay. Hätte ich ein bisschen weiter ausholen müssen. Ich gebe es zu, mein Fehler. Ja, ja, ist ja gut. Und dann fahr vorbei, dass ich dann rauskomme. Dankeschön. Dankeschön. Ja, aber mein Fehler, ich hätte weiter ausholen müssen. Ich hätte mir halt den Aufleger mal besser anschauen sollen, gell? Jetzt passt's. Ja, sowas passiert, wenn man es nicht mehr gewöhnt ist. Nur noch mit Bullocks oder so unterwegs. Genau. Oh, hier ist rot. Ich fahre bis an die Haltelinie ran. Ja, da fährt auch so einer rum. Ah, nicht schlecht. Das schaut aber auch nicht schlecht aus, so rot, rot und gelb. Aber blau passt halt besser zu meiner Zugmaschine. Aha, das ist dieser Fahrer. Okay. Ja, schauen doch nicht schlecht aus, die Zugmaschinen hier. Oder die Anhänger. Aber es sind schon verdammt lang die Teile, gell? Wahnsinn. Die blinken sogar alles. Wahnsinn. Bremse geht. Jawohl. Grün. Ja, dann fahren wir mal zu. Mülltransporter, okay. Ja, da sehen wir den Übergang von der Stadt auf Art Land. Genau. Dann geht es jetzt hier auf dem Highway, da die sagen. Ja, genau. Ein bisschen ausholen. Und dann würden wir sagen, düsen wir los. Boah, jetzt zieh noch schnell raus. Danke. Ich muss hier rüber, ja. Ah, das ist Außenansicht vorne ist, wenn man es nicht mehr gewöhnt ist, gar nicht so einfach mehr. War auf Zeit lang mal besser von mir. Genau. Ja, sonst gibt es nichts Neues, wie immer. Ich versuche immer noch die Videos zu machen, wann ich Zeit habe. Sind halt immer ein bisschen vorausproduziert, dass ich die dann auch hochladen kann und dann freisetzen kann, wenn ich es brauche, so ungefähr. Und naja, ist halt doch auch ein bisschen Arbeit, die zu rendern, zu bearbeiten und von dem her. Genau. Würde ich sagen, Tempomat rein. Jetzt müssen wir schnell in die Innenansicht gehen, dass ich ein Tempomat sehe. Was haben wir denn? 74 der Verfahren, 65 mehr geht nicht. Okay,
Und bleiben wir mal ein bisschen in der Außenansicht, dass ihr was seht von der Landschaft. Und dann geht es dahin. Es sind schon ganz schöne Steigungen dabei. Da, wenn man anhalten muss und man voll beladen ist, da geht es ganz schön wieder runter. Okay, ich davon aus, da muss man schauen, dass man dann hochkommt. Gut, hier geht es jetzt, aber es sind in Kanada schon ganz andere Steigungen. Ja, vorher noch mit den Abonnenten, dass ich nochmal dazu komme. Ich habe 2 Abonnenten dazu bekommen. Danke für die Abonnenten. Die, wo jetzt nicht im Livestream oder sowas dazugekommen sind. Und trotzdem ein herzliches Dankeschön. Ihr seid super, finde ich. Und ihr seid auch richtig treu. Ihr schaut auch meine Videos regelmäßig an. Also dafür ein recht herzliches Dankeschön. Auch wenn ich manchmal einen richtigen Schmarrn verzapfe. Aber so bin ich, das bin ich. Und ja, ihr wollt es ja. Da, ich sehe ja, dass ihr das so mögt. Auch wenn ich ein kleiner YouTuber bin, aber es macht halt Spaß. Und ich mache es aus dem Spaß an der Freude. Genau, weil es mir auch richtig Spaß macht, wie gesagt. Mountain ahead, also Mountain vorne ran, Berg voran. Ja, wenn die jetzt mal fahren würden da vorne, dann könnte ich den Berg auch voraufkommen. Ja, das ist das. Da hat man so einen Schwung, muss man runter. Weil die vorne nicht zufahren und dann macht man Stau, weil man natürlich geladen ist. Hätte auch so schön zufahren können, wie da vorne mal Zug fahren werden. Slow Vehicles Only. Ja, ich muss jetzt hier rüben bleiben. Und jetzt geht hier bergauf die ganze Zeit und naja, das Schnellste bin ich jetzt gar nicht, ist ja klar. Weil ich ja auch abgebremst wurde. Jetzt geht es wieder leicht bergab. Jetzt kann man wieder ein Tempomat einlegen. Ja, dann genießen wir mal die Aussichten hier. Das ist doch echt wunderschön hier, finde ich. Also ist geil gemacht worden von den Canada Mapper, Canadian Dream, Coast to Coast. Also ich finde es richtig schön, richtig super gemacht von denen. So, jetzt müssen wir abbremsen. Es geht auf meine Seite, das passt, aber trotzdem fahren die rüber. Na komm, 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 gib Gas. Na, die machen irgendwelche Wartungsarbeiten. Ja, das ist das. Rauf, runter vom Gas. Das ist auch anstrengend für den LKW. Verbraucht auch Sprit. Vor allem das Anfahren hier am Berg. Das ist was anderes, wenn man gerade durchziehen kann mit dem Tempomat und der dann
das gleichmäßig da halten kann, aber anfahren am Berg und das ist natürlich immer spritverbrauchend. Vor allem wenn man geladen hat. Wir haben jetzt 18 Tonnen, glaube ich, drauf. 19 Tonnen. Genau. Wir haben zwar 700 PS, aber trotzdem, er muss auch erstmal in die Gänge kommen. Ja, jetzt würde ich sagen, genieße ich mal den LKW von innen drin. Weil jetzt sieht man nicht mehr von außen wie von innen. Also die gerade Strecke. Können wir uns mal die hübsche Dame hier anschauen. Dann tue ich mich auch ein bisschen leichter im Fahren. Fahr zwar auch Schlangenlinien, aber das passt. Und ich sehe auch ein Tempomat und das Ganze. Ja, ich habe mir gedacht, ich muss mir jetzt mal wieder ein bisschen ETS, ATS und unsere Route wieder ab und zu bringen. Was ich auch mal wieder machen möchte, ist eventuell mal wieder ein LS17. Die Altenstein oder die Profonde will. Genau, aber da muss ich auch erstmal wieder die Zeit dazu haben. Weil jetzt kommen ja auch im LS19, im B-Drag und solche Sachen alles jetzt richtig schön dazu. Also, was noch abgeht, sind die alten Deutz und das. Aber ich schätze, weil das. Ah, ist wieder eine Getriebe abgezogen worden. Sehr schön. Oder die junge Dame hat das erste Fahrt abgeschlossen. Das könnten wir mal schnell nachschauen, weil hier geht's ja. Fahrermanager. Zack. Nein, sie hat noch nicht, dann ist die Kreditkarte abgeschlossen. Aber sie hat schon eine Fracht bekommen, Autoteile von San Francisco nach Frisco, 3 Stunden. Hat noch keinen Auflieger dran, also ist jetzt auf der Fahrt dahin praktisch. Okay, das passt ja. Dann ist die Kreditkarte abgezogen worden. Ist auch gut, das ist in Ordnung. Ich muss ja meinen Kredit wieder zurückzahlen. Aber mit dieser Fahrt haben wir ja einiges wieder. Und deswegen kann man ja dann auch mal überlegen, vielleicht mal irgendwo in Kanada eine zweite Garage oder so zu kaufen, weil da kann man auch mal leichter dahin springen. Ich kann umfahren, supi, dankeschön, gute Fahrt. Danke euch gleichfalls. Ja, da muss ich dann überlegen, ob wir weiter mit Zahlen zurück. Wie viel, je nachdem wie viel ist, weil da haben wir keine Kreditraten mehr. Keine Zinsen und das, was natürlich auch wieder gut ist. Oder wir holen uns mal eine Garage oder einen Auflieger. Aber Auflieger, ich möchte halt jetzt mal ein paar Auflieger fahren, so wieder. Weil der eigene Auflieger ist zwar hübsch und schön, aber da sieht man nicht so viel, sag ich jetzt mal. Was? Ich habe doch im Fahren weiterfahren sollen. Naja, ist jetzt wurscht. Ich habe weiterfahren dürfen, das habt ihr gelesen. So, wir sind jetzt in Vancouver gleich. Erster Aufenthalt in Vancouver, supi! Ja, hier in Kanada wird mich eine Garage reizen. Weil da kann man bestimmt viele Sachen fahren. Oder in Mexiko, weil da sind super schöne Straßen auch. Also von dem her wäre auch zu überlegen. Die Hintergrundmusik ist von YouTube. Ich habe jetzt ein paar neue wieder gefunden. Aber das macht alles da
Zufallsgenerator, also je nachdem wie es kommt. Aber ich habe festgestellt, beim ATS bringt er immer bessere Sachen als beim LS. Ah, der fährt schon wieder bei Rot drüber, okay. Aber ich muss da vorne dann links weg, oh weh, weh. Muss ich dann gucken, dass ich mich gleich irgendwie einordne. Also dann schau, dass ich gleich irgendwie rüberkomme. Mal langsam mich schon mal rüberdrücken. Der lässt mich rüber, supi, dankeschön. Ich bin ja nicht von hier. Deswegen haben wir es ein bisschen einfacher. Schade, wir biegen jetzt nicht rechts ab, sondern links ab. Von dem her könnte man sonst fahren. Ups, grün. Komm, gib Gas, dass ich rüberkomme. Bleiben wir gleich hier auf der linken Spur, wir müssen wieder weg. Grün ist, dürfen wir fahren. Aber wir müssen trotzdem warten. Ach. Ja, fast ist oder fast ist nicht. Ja gut, ich muss jetzt fahren, weil ich stehe mitten auf der Kreuzung. Also mache ich die Kreuzung zu. Aber schön gemacht hat diese Einfahrt auf den Highway. Gefällt mir. Oder nicht mehr Highway, das ist ja eine Bundesstraße, Landstraße, wow. Ich glaube, wenn ich draußen bin, gehe ich dann mal wieder auf die Außenansicht oder können wir gleich gehen. Fahren alle rechts. Kann ich jetzt fahren? Ich fahre mal ein bisschen über die Wiese, weil es dann fahre ich da hinten nicht so ran. Schauen wir mal ein paar Minuten wieder in der Außenansicht, dass ihr wieder was habt. Von der schönen Ansicht hier. Die U99, okay. Nicht die 66, sondern 99. Ja gut, da sehen wir es auch. Dann gehen wir in die Innenansicht wieder. Genau. War trotzdem schön gemacht, auch von der Innenansicht her. Ja, schlafen und das habe ich ausgeschaltet. Ist eigentlich jetzt für die Videos nicht so geeignet. Genau. Uiuiuiuiui. Mit 74 dürften wir da drüber donnern. Okay. Die sind auch gut. Oh, da darf ich zahlen. Fahre ich nach Kanada jetzt wieder ein, oder? Gucken wir schnell auf die Map. Ne, ich fahre nach Amerika jetzt ein. Ja, es ist die Grenze hier scheinbar. Aber hier ist doch Kanada, die Grenze. Okay. Ja, ich glaube, dass das die Grenze hier war.
Ja, müsste die kanadische Grenze sein. Aber ist wirklich schön gemacht. Also wir fahren immer wieder gerne. Nur die Zeit fehlt halt dazu. Ja, stimmt, das ist die Grenze. Hier ist Kanada gewesen. Jetzt fahren wir nach Amerika wieder hin. Hier ist dann Amerika auf der Seite. Auch für das kleine Stück haben wir zahlen dürfen. Das ist auch nicht schlecht, dass sie die Grenze aufbauen. Ja, geil. Oder man hat gezahlt, dass man in Kanada fahren darf. Und jetzt zahlt man, dass man in Amerika fahren darf. Maut von 0 Euro bezahlt. Ja, jetzt geht er auf. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Maut von 0 Euro. Gefällt mir. Genau. Ja, es ist halt immer das Nächste. Was fährt man? Wo fährt man hin? Naja, ihr kennt es ja selbst. Also von dem her. Ja, es ist nicht so einfach, wenn man kurz was nebenbei was anderes macht. Weil jetzt hat man was einstellen müssen. Oder von dem her. Da muss man halt dann auch immer schauen, dass das passt alles, gell? Halt, hier darf man bloß 60 fahren. Dann machen wir mal 60 Tempomat rein. Ja, so, dann haben wir das eingestellt. Passt, sitzt, hat Luft. Was sind denn das für Kugeln da drin? Ist ja heftig. Ja, dreispurig. Hoppala, hoppala, hoppala. Oh, jetzt hat's Headset gehängt. Ja, ich fahre jetzt 60, so wie ich darf. Und die bleiben stehen. Ah, okay, das ist eine Abfahrt. Deswegen. Aber da hier hinten geht's bestimmt mal weiter. Ja, die hätten es die Abfahrt sonst nicht gemacht. Also da wird bestimmt noch einiges dran gebaut. Aber es ist eh schon so groß, die Map. Das ist Wahnsinn. Also von dem her. Genau. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? 208 Meilen, Entschuldigung, Meilen sind sie in Amerika. 208 Meilen haben wir noch. Ja, sind wir gut von der Zeit und sind wir auch gut dran. Wir fahren heute mal tagsüber, nicht in der Nacht. Also von dem her ist es eh supi. Ja, ich lasse es mit 60 dahin laufen. Das passt. Ist eine schöne Geschwindigkeit. Wir sind nicht drüber, wir zahlen keine Strafe, Polizei braucht uns nicht beanstanden. Also kommen wir auch rechtzeitig an. Ich schätze mal nicht, dass wir zu spät kommen. Und bei den Kurven fahren wir auch schön dann mit. Man kann auch mit dem Tempomat dahin gleiten lassen ohne Bremsen und das ist auch am spritsparendsten.
Also das Ziel sehen wir schon mal im Navi drin, wird schon angezeigt, aber wir haben noch ein bisschen. 180 Meilen ist schon ein bisschen früher angezeigt, aber naja, passt. Was halt noch schön wäre, wenn in diesen Navis hier im Cockpit drin die Kilometer noch angezeigt werden würden. Das wäre noch genialer. Aber vielleicht kommt es doch irgendwann, oder vielleicht gibt es auch einen Mod in der Zwischenzeit dafür. Habe ich mich noch nicht mal schlau gemacht, ganz ehrlich. Aber naja. Ja gut, andere Farben und das gibt es ja alles schon dafür, andere Symbole. Dann könnte man das bestimmt auch irgendwie reinmachen. Erster Aufenthalt in Seattle. Jawohl. Ah, nicht schlecht. Ist es da rechts wahrscheinlich Seattle? Schauen wir mal die Außensicht, ob wir sehen. Naja, Wolkenkratzer sehen wir, mehr sehen wir nicht. Hier links sehen wir noch was. Ja, wir müssen jetzt eh hier rechts bleiben, wenn ich es richtig sehe. Die Pfeile gehen auch rüber. Die wollen, dass wir rüberfahren, wenn der mal Gas geben würde. Ja, aber Moment, das muss ich langsam machen, weil nicht, dass ich verkehrt. Ah, ich muss hier mittig bleiben. Ne, geht sogar. Passt. Ist dreispurig. Aber schöne große Kreuze. Wahnsinn. Heftig, oder wie die das gebaut haben. Ja gut, das ist Amerika, da ist es da drüben so. Gibt es sogar bei uns in Deutschland schon so große Kreuze. Genau. Okay, da müssen wir rüber. Was schaust denn du so verträumt? Passt was nicht? Oder bist du noch müde? Du hast gewusst, dass es eine längere Strecke wird. Und so lang ist sie eigentlich auch nicht. Ich hätte ja auch 2.000-3.000 Kilometer fahren können. Schön gemütlich dahin gleiten, dann passt es. Ja, in der Außenansicht will man jetzt auch nicht mehr sehen als die Bäume. Und die Fahrzeuge was vorbeifahren. Also von dem her, Gemüse jetzt ist hier in der Innenansicht und ab und zu Start, ab und zu nicht Start. Ich genieße es jetzt einfach. Ich habe jetzt die letzte Zeit auch nicht mehr ganz so viel geschaut, ob neue Mods und das rausgekommen sind. Ich warte jetzt auf die neue Mission wieder, auf die 1.34 glaube ich ist es. Und dann werde ich mal wieder ein bisschen mehr schauen wahrscheinlich. Da hoffe ich, dass nicht ständig wieder was Neues kommt. Weil es ist im Moment ist ja auch echt viel. Fast jeden zweiten, dritten Monat oder jeden Monat schon fast eine neue Patch-Mission.
Also da darfst du jedes Mal gucken, läuft der LKW noch, läuft er nicht mehr. Also ist schon heftig. Und es ist ja nicht nur ATS, es ist ja auch ETS. Bei uns im Road ist es noch nicht so, dass da so viele Patches und es gibt, Gott sei Dank, dann wird automatisch gemacht. Und ja, gut, LS19 und LS17, da kennt ihr, je nachdem, was man sich selber für Mods sucht, was man möchte. Genau. Ja, LS19 ist halt auch ziemlich zeitintensiv, wenn man da richtig jetzt mit den ganzen Feldarbeiten und das alles dran geht. Ja, also da ist man schon gut beschäftigt. Genauso, wenn man hier jetzt eine gute Strecke fahren würde, 2000, 3000 Kilometer, dann ist man auch gut 3-4 Stunden beschäftigt, je nachdem, wie man durchfährt, mit welcher Geschwindigkeit, ob man das jetzt mit Schlafen macht oder nicht schlafen macht. Also da ist man schon auch gut beschäftigt dann. Also jedes Spiel hier macht Fun, macht Spaß, aber man muss auch sagen, es ist auch zeitintensiv. Also so eine Strecke von 400 bis 600 Meilen oder auch Kilometer, da ist man auch gleich eine Stunde damit beschäftigt. Muss auf der Mitte bleiben, weil sonst fahre ich verkehrt. Ja, und ich genieße halt jetzt einfach. Das ist für mich Entspannung, ist für mich Fun. Und ich möchte es auch mit euch teilen. Ja, wir fahren jetzt eigentlich hauptsächlich auf dem Highway, das ist halt das ja in Amerika. Das sind halt wirklich lange Straßen. Oder sie sind so dermaßen. Ja, das hat er nachladen müssen, das haben wir gemerkt. Aber das kann passieren. Bei der Größe der Karte nehme ich jetzt nicht mal übel. Oh, dann kann man wieder auf die rechte Spur fahren. Fahrbahnmarkierung hat gefehlt. Riesengroßer Fluss. Ja, es ist halt die Weiten von Amerika, die sind halt brutal. Hoppala, Entschuldigung, Entschuldigung. Das hätte er früher anzeigen sollen, dass da nicht runter geht. Oh, wo ist jetzt der hingesprungen? Das war jetzt auch geil. Neben mir und ist dann weg. Aber auch nicht schlecht. Kann ich rüberziehen. Ich muss jetzt eh hier rüber. Oh. Das ist diese Neuerung. Fahrbahn gesperrt. Ja, supi. Dass man da nicht durchfahren darf. Jetzt muss ich einen Umweg fahren. Oh, weia, weia. Da bin ich mal gespannt, wie weit ich da fahren muss. Aber das ist dieses, was jetzt da neu gemacht wurde. Schauen wir mal, es werden 81 Kilometer. Jetzt muss ich da hin und muss zurück. Okay. Von 40 auf 81 Kilometer. 40 Kilometer mehr. Ja, aber das ist im echten Leben auch so. Da ist ein Unfall irgendwas. Der ist gesperrt. Da wird Baustelle gemacht, wird irgendwas abgesperrt. Und dann muss man anders fahren. Oder man fährt an der Abfahrt vorbei. Und dann kann man auch nicht einfach auf der
Autobahn umdrehen oder auf dem Highway, weil dann ist man Geisterfahrer und das ist auch nicht gut. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt hier hoch, ja. Okay, passt. Aber auch schön gemacht hier mit dem Dreieck, alles mit den Brücken. Richtig schön, wow. Das muss man auch erstmal hinbekommen, dass das dann so passt, dass die LKWs drüber fahren und das Ganze. Vor allem auch, dass die KI das alles fährt. Das ist das Heftige. Wo muss ich jetzt hin? Das ist eine vierspurige Brücke, auch nicht schlecht. Der ist auch ganz rüber, oder wie? Ja, scheint ganz rüber zu sein. Wir sind jetzt in Portland, okay. Ja, ist klar, jetzt in der Stadt muss er wieder ein bisschen öfters nachladen, deswegen guckelt er ab und zu mal. Aber ich sehe es im PC nicht nach, er ist eh brutal gut, also für den Laptop mache ich viele Sachen damit. Also von dem her könnte auch anders sein. So, ich muss jetzt hier geradeaus, okay. Muss schon ganz schön oft jetzt hier nachladen. So, jetzt müssen wir hier irgendwo umdrehen, wie es ausschaut. Okay. Da drüben wäre sie. Man sieht's. Ist das gemein. Weißt du was, ich mache es jetzt einfach anders. Machen wir es ja so. Dankeschön. Boah, da drüben hätte man das Ziel schon gesehen. Wir sind nicht weit weg davon. Dankeschön. Müssen wir den ganzen Umweg jetzt fahren deswegen. Aber gut, das ist in echt ja auch nicht anders. Gut, in echt hätte ich das... Ja gut, hätte ich vielleicht auch in echt gemacht. Je nachdem wie die Straße ist, aber gut, auf so einer befahrenen Straße vielleicht nicht, aber auf einer kleineren. Wo will man dann abwägen, was ist jetzt Gefahr, was ist nicht Gefahr, also von dem her. Ich muss jetzt nach Dallas. Aber die Kreuze hier sind schon genial gemacht mit den Brücken und so, das ist schon gigantisch. Vorher sind wir oben gefahren, jetzt fahren wir unten drunter. Also, ja, besser kann man den Platz nicht ausnutzen. Macht man keine zweispurige, sondern eine vierspurige draus. Also von dem her, wie gesagt, besser kann man es nicht ausnutzen. Da braucht ihr eine doppelte Dings machen. Doppelte Brücke machen, die doppelt so breit ist. Man macht sie einfach in die Höhe. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt hier rechts rüber, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau, und dann gleich hier links bleiben. Ja, es ist gar nicht so einfach, das zu fahren. Also, da muss man schon ganz schön konzentriert dahinter sein, wo das Navi hingeht. Und vor allem, wenn man das Navi vom Innen drin nimmt, wie ich jetzt, und nicht das Große. Ja, hier sieht man es ein bisschen besser. Aber das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja das Cockpit komplett sehen. Also muss ich mich ein bisschen anstrengen. Ihr könnt es natürlich auch so machen. Dann würde ich noch mehr sehen. Ja, stimmt. Also ich muss jetzt hier rechts raus. Sieht man ganz deutlich, gell?
geradeaus. Weil hier bringt es jetzt nichts mit Tempomat zu fahren, weil die Kurven teilweise zu stark sind. So, das ist jetzt hier, wo wir vorher praktisch rausgelotst worden sind. Genau, da wären wir vorher rausgekommen. Aha, da drüben stehen sie immer noch. Also ist sie irgendwie komplett gesperrt hier. Wie viel Kilometer oder Meilen wären das gewesen? Ja. Und 10 Meilen auf 80 Meilen hoch. Ja, Respekt. Also jetzt knapp 70 Meilen mehr gefahren. Ja, das läuft. Ja, aber solange wir noch in der Zeit drin sind, ist das ja alles in Ordnung. Schlimmer wäre es, wenn wir die Zeit überschritten hätten oder irgend sowas. Oh. Tja, hat mitten auf der Kreuzung eine Panne, wie es ausschaut. Auch nicht schlecht. Ja, da vorne sind wir dann, da sehen wir das Ziel eh schon. Und ist die Stunde nicht ganz vorbei, aber trotzdem einigermaßen. Dann passt es genau wieder von der Fahrt her. Also perfekt. Ja, da drüben sind wir gefahren, seht ihr das? Da drüben sind die ganzen Brücken und das, da sind wir gefahren. Ja, super, jetzt hat er uns ausgebremst, oder? Naja, ist ja egal. Wir haben ja noch Zeit. Da unten ist ein Tür. Macht denn der? Okay. Hat einen Spurwechsel gemacht. So, jetzt müssen wir gucken, dass da hinten keiner kommt. Passt. Dann müssen wir gleich hier rein. Oh, das ist der Hafen hier. Geil. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in die Außen, sonst nicht, dass man wieder mehr was sieht. Ja, es ist der Hafen hier, wo wir hinfahren. Aber schön gemacht wieder. So, aufpassen, dass kein Zug kommt. Machst du bitte auf? Dankeschön. Der Pförtner hat mich schon gesehen. Und da müssen wir einparken üben heute, oder? Oh, 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 wo müssen wir da hin? Ja, wir brauchen die Punkte, dass wir nach oben kommen. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Bin ich jetzt gespannt. Ah, da hinten müssen wir hin, okay. Zehn Kilometer Meilen pro Stunde. Schneller dürfen wir hier nicht fahren. Ja, es ist Werksgelände. Das ist eine Werft. Da werden Schiffe gebaut, schaut her. Da ist der Rumpf von einem Schiff. Cool. Ja, einparken automatisch möchte ich nicht. Da hätten wir da auch rausfahren können oder wie, aber naja. Aber schaut euch das an, ist doch super schön gemacht hier, oder? Aha, der hätten wir sogar aufgemacht. So, dann müssen wir jetzt hier rückwärts einparken.
Warnblinker haben wir schon an. Schauen, dass keiner kommt. Das passt einigermaßen. Motor aus, Handbremse rein und abhängen. Dann haben wir das geschafft jetzt. Dann haben wir 174.000 Dollar gemacht jetzt. Fast 175.000 Dollar. Wir sind bald Level 3, 14. Also, das ist natürlich jetzt geil. Jetzt haben wir 268, jetzt schauen wir mal auf die Bank. Könnten wir, ja. Da haben wir eh schon. Dann zahlen wir mal den zurück. Ja. Wie viel Geld haben wir noch? 132. Dann würde ich sagen, zahlen wir gleich den 100.000er wieder zurück. Und dann haben wir bloß noch den kleinen. Wir haben noch ein bisschen was an Geld. Dann haben wir wieder was zurückgezahlt. Na, perfekt. Beim nächsten Mal kriegen wir wieder. Und dann, ja, dann muss halt die Garage noch ein bisschen warten. Genau. Aber mit diesen Bildern, hier in der Werft und in dem Containerhafen, sage ich euch wieder ein recht herzliches Dankeschön, dass ihr diese knappe Stunde mit mir wieder verbracht habt im ATS, wieder eine schöne Fahrt gemacht habt. Ich sage euch, dass ihr bitte, wenn ihr wollt, auch gerne Kommentare da lassen könnt. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Daumen nach unten bitte, warum und wieso. Und ihr könnt auch gerne Abos da lassen, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, guten Tag, guten Nacht. Je nachdem, guten Nachmittag. Je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut, weiß ich ja nicht. Genau, wir sehen uns bei meinen anderen Projekten mal wieder live, hoffe ich doch bald. Genau, euer Part 7575. Tschüss, tschüss.